Die Los Angeles Lakers, der amtierende Champion, wurde heute Nacht in Spiel 5 von den Phoenix Suns abgeschlachtet, aber mal sowas von. Bereits zur Pause lag man mit 30 Punkten hinten, die gleiche Punktedifferenz wie am Ende, dort stand es 85 zu 115. Mir wird gerne nachgesagt, ich wäre ein LeBron-Fanboy, ich würde meine Lakers-Brille zu oft aufsetzen, nun, ich kann euch versprechen, diese Vibes werden in den nächsten Minuten nicht rüberkommen. Bevor wir anfangen, die Road to 20k ist gestern komplett krank gestartet, in den letzten 24 Stunden kamen knapp 250 neue Abonnenten dazu, etwa ein Viertel ist also schon geschafft. Halten wir dieses Tempo, haben wir die Marke in 3 bis 4 Tagen geknackt, was absoluter Wahnsinn wäre. So, los geht's und bevor wir über taktische Dinge, den Gameplan der beiden Teams oder selbst darüber reden, wie die Würfe gefallen sind, müssen andere Sachen angesprochen werden. Sachen, die in einem Spiel 5 in den Playoffs, einem Spiel, das zwar kein Elimination Game, allerdings die letzte Stufe darunter ist, eigentlich selbstverständlich sein sollten. Und zwar, dass der Einsatz stimmt, dass der Fokus und die Spielintensität da sind, dass man so spielt, als würde die Saison auf dem Spiel stehen, denn das tut sie. Starten wir doch einmal mit LeBron, der seine schwächste Playoff-Serie seit Dallas 2011 spielt und sich nicht einmal das ganze Spiel antat, sondern vorzeitig in die Kabine ging. Das Spiel wurde in Hälfte 1 verloren, all seine Dreier machte er in der zweiten Hälfte, also quasi in der Garbage-Time, darum geht es jetzt also nicht. In Halbzeit 1 war er grottenschlecht, ich hatte gehofft, wir sehen einen aggressiveren LeBron, der sich wie in Cleveland 2018 denkt, er macht es jetzt einfach alles alleine. Von diesem James fehlte allerdings jegliche Spur, er kommt schon die ganze Serie nicht mal in die Nähe des Niveaus vergangener Playoff-Tage. Er war passiv, Bullyball mit Drives zum Korb sahen wir so gut wie überhaupt nicht, aus dem Feld war er nicht effizient in Hälfte 1, er produzierte Turnover, es gab Missverständnisse mit den Teamkollegen und die Defense in den letzten Spielen lässt ebenfalls eine Menge zu wünschen übrig. Hier trabt er gemütlich zurück und der Fokus ist überhaupt nicht da, nach dem Missverständnis mit Schröder sehen wir zweimal halbherzige Defense, wobei der Begriff halbherzig sogar noch schmeichelhaft ist. Die Suns bestraften diese Fehler halt auch und so ist es nun mal in den Playoffs, das ist nicht wie an einem random Dienstagabend im Januar gegen Detroit oder was weiß ich, wie gesagt, die Saison steht auf dem Spiel. Das Beschweren über No-Calls und in der Folge das Verweigern von Transition-Defense kommt dann auch noch dazu und das hat wenig damit zu tun, mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich hatte gehofft, dass wir LeBron im Playoff-Modus zu sehen bekommen, der uns daran erinnert, dass er immer noch der beste Spieler der Welt ist. Wie realistisch diese Hoffnung war, sei jetzt mal dahingestellt, unmöglich war es aber nicht. Wir können gerne nach diesen Playoffs die Diskussion über James führen, ob seine Ära vorbei ist oder sonst was, lasst uns aber noch warten, bis es wirklich soweit ist, vielleicht dauert es ja auch nur noch ein Spiel. Die Kritik an James ist die eine Sache und die hat er auch verdient, es kamen aber auch noch andere Faktoren dazu. Die Suns und auch die Lakers haben ihm das Leben heute Nacht auch so schwer es geht gemacht und das soll keine Entschuldigung oder Ausrede sein, aber es nicht zu beachten wäre auch nicht richtig. Die Suns haben defensiv einen bärenstarken Job gemacht, ihr defensiver Plan hat einen ganz großen Anteil daran, dass James und die ganze Lakers Offense große Probleme hatte. Man mauerte den Weg zum Korb zu, zog immer wieder das Parkett zusammen, doppelte im Post, half bei Drives aus, das oberste Ziel war es, LeBron nicht zum Korb driven zu lassen. Dafür ging man unter Screens durch und lebte mit Würfen, das ist ein Unterschied von Tag und Nacht zu Spiel 3, wo James nach Belieben zum Korb kam. Hier, immer wieder schickt man ihn zu seiner schwächeren Seite, da wartet dann schon der nächste Defender und Hilfe kommt auch genug rein. Suns Spieler ignorierten Lakers Werfer und das Konzept ging auf. Man ließ die Rollenspieler auf dem Flügel frei, weil man genau weiß, dass diese nicht werfen können, ich meine gebt euch das mal, 3 Suns Spieler sind gegen LeBron in der Zone und das kommt dabei raus. Die Lakers haben es nicht geschafft, für ordentliches Spacing zu sorgen, James zu entlasten, ihm 1 gegen 1 Duelle zu generieren oder aus diesen Situationen Kapital zu schlagen. Man spielt hier schon klein, aber was macht Morris dann? Warum schafft man es nicht mit 4 Wings, die werfen können, neben James für Spacing zu sorgen? So etwas wie hier sahen wir einmal, einmal. Das Fehlen von Davis ist auch keine Ausrede, es gab genug andere Gründe für die Niederlage, aber dass die Suns Defense ihren kompletten Fokus auf James legen konnte, hat ihnen halt auch geholfen. Dieser wurde überhaupt nicht entlastet, weder von Schröder noch von sonst irgendwem. Dennis Schröder hätte heute mal richtig zeigen können, warum er diesen großen Vertrag im Sommer verdient, seine Leistung war ja auch historisch, nur halt nicht im positiven Sinne. Schröder ist der erste Lakers-Spieler, seitdem das Team seit 1960 in LA spielt, der mehr als 9 Versuche aus dem Feld nimmt und das Spiel trotzdem mit 0 Punkten beendet hat. Die Suns haben ihre Taktik gegen ihn angepasst, ihn nach links geschickt und zum Werfer gemacht und damit hat sich Dennis aus dem Spiel dann verabschiedet. Gerade in einer Partie, wo dein zweitbester Spieler fehlt, braucht man Rollenspieler, die eine größere Rolle übernehmen und das hat Dennis Schröder heute nicht gemacht. Mein Dad nannte so etwas beim Fußball früher immer einen schönen Wetterspieler, jemand der gut spielt, wenn es für das Team läuft und die Mitspieler auch gut sind, aber auch gleichzeitig abtaucht, wenn es nicht läuft.
Die Sache ist die, wir haben ja im letzten Viertel von Spiel 4 gesehen, wie es offensiv funktionieren kann. Ich hatte das ja auch in meinem Breakdown danach gezeigt. Wo war das in Spiel 5? Wo war der offensive Plan? Es war überhaupt keine Struktur drin, kein klares Ziel. Man konnte, beziehungsweise ich konnte die Idee dahinter überhaupt nicht erkennen. Und wenn man da mal zu einem freien Wurf kam, dann wurde der entweder daneben geworfen oder noch schlimmer, die Spieler weigerten sich einfach ihn zu nehmen, was im ersten Viertel mehrere Male passierte. Ich bin echt mal gespannt, was sich die Lakers da einfallen lassen, zumal ich mir auch absolut nicht vorstellen kann, dass Davis, selbst wenn er spielt, auch nur in der Nähe von 100% ist. Defensiv habe ich LA speziell in den Spielen 2, 3 und der ersten Hälfte von Spiel 4 sehr gelobt und auch das ging heute Nacht überhaupt nicht. Man hielt an der gleichen Taktik fest, die wir in den bisherigen Breakdowns vor diesem schon genug durchgekaut hatten, allerdings halte ich es für etwas naiv davon auszugehen, dass eine Taktik, die funktioniert, wenn der beste Defender der Welt auf dem Parkett steht, auch funktioniert, wenn man diesen mit Markieff Morris ersetzt. Devin Booker war nach dem Problem in den letzten Spielen überragend und kam auf 30 Punkte, die Suns haben einen viel, viel besseren Job gemacht, ihm zu helfen, seinen Rhythmus zu finden. So viel von dem, was die Lakers defensiv auszeichnet und vor allem auch ausgezeichnet hat gegen die Suns bisher, beruht auf der Präsenz von AD und das kann keiner ersetzen. Die Quittung gab es sofort, auch weil die Suns einiges anders gemacht haben, zum Beispiel, dass man die rechte Seite freier gemacht hat, denn dort sind diese Sweet Spots von Booker, dort attackiert er gerne und hast du nur einen Lakers Defender dort, hier Kuzma, ist mehr Platz da. Hier auch, der Anfang ist noch gut und dann kommt Booker aber ganz gemütlich in seinen Bereich, weil wieder kein Help Defender in der Nähe sein kann. Und wenn doch, dann hat man versucht, dass man Suns Spieler einen Pass weg hatte, die Lakers defensiv zumindest respektieren müssen. Man sieht das hier, wäre AD auf dieser rechten Seite gewesen, dann wäre es für Booker deutlich schwerer gewesen, stattdessen hat er mehr Platz und der Rest ist dann die individuelle Klasse von einem absurd guten Shotmaker. Was wir auch wieder sahen, war das Spain Pick'n'Roll, wie die Lakers das im Laufe der Serie entschlüsseln konnten, nur um es jetzt in Spiel 5 wieder zu verkacken, verstehe ich einfach nicht. Großartiger Job von Phoenix, Monty Williams, der im Schachduell gegen Frank Vogel den nächsten Zug gemacht hat und auch ein toller Job natürlich von den Spielern, die das dann so umgesetzt haben. Ich glaube nicht, dass LA bei dieser Taktik bleiben kann, so wie das heute gegen die Suns aussah, speziell wenn AD fehlen sollte. Die Suns bestraften die langsamen und unbeweglichen Lakers-Picks immer wieder, so sehr ich Gasol mag, schon die ganze Serie wird seine Langsamkeit vom Gegner angegriffen, das gleiche gilt für Drummond, Morris und selbst James. Campaign war bärenstark, lieferte 16 Punkte bei 7 von 11 aus dem Feld, Chris Paul sah um Welten besser aus als noch vor 2 Spielen, er war ebenfalls wieder extrem wichtig für die offensive Organisation. Mikal Bridges traf 3 seiner 7 Dreier für 13 Punkte, Ayton war erneut mehr als solide, die Suns Offensive war heute Nacht einfach zu viel. Wieder ist es aber eine Kombination aus mehreren Faktoren. Schlechte Defense, ein besserer offensiver Plan und schlussendlich natürlich auch, dass die Würfe gefallen sind. Nun, die Lakers stehen mit dem Rücken zur Wand, das nächste Spiel zu gewinnen wird eine ganz schwere Aufgabe. Sagen wir es mal so, mein Verstand sagt, dass die Lakers aus taktischer Sicht momentan offensiv wie defensiv klar im Nachteil sind, dass die Suns Momentum haben und auch ohne AD der Favorit sein sollten. Die Sache ist aber die, ein LeBron James mit dem Rücken zur Wand ist dieses andere Biest und das Spiel übermorgen ist nochmal ein bisschen etwas anderes als das heute, denn wenn man das verliert, ist die Saison vorbei. Ich fühle mich unwohl, dagegen einen LeBron James zu setzen, denn man hat dieser in so einem Moment das letzte Mal nicht abgeliefert. Das heißt natürlich nicht, dass für übermorgen den 2018 Game 1 gegen die Warriors LeBron oder den 2012 Game 6 gegen Boston LeBron sehen, aber ich denke, es wird ein anderer sein als heute. In der Vergangenheit hat es nicht viel gebracht, in einer Serie zwischen zwei ähnlich starken Teams gegen James zu setzen und so eine haben wir hier. Ich würde mich absolut nicht wundern, wenn man rausfliegt, aber halt auch nicht, wenn man das Spiel 6 gewinnt. Die Ich habe es doch gesagt Fraktion wird aber auf beiden Seiten auf jeden Fall laut werden, so viel ist klar. James muss liefern, die Lakers müssen ihm dabei helfen, ansonsten bekommen wir zum ersten Mal seit 2010 eine Finals-Serie ohne LeBron James oder Steph Curry. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.